Ja, Marc Kempf, am Ende kann man sagen, harter Arbeit, der Sieg. Das ist auch Zeichen quasi von diesem Sieg. Was würdest du sagen, was hat es ausgemacht, gerade vielleicht im dritten, als ihr das Spiel auf eure Seite kehren konnte? Ja, wir haben es irgendwie geschafft. Also eigentlich haben wir zwei Drittel nicht wirklich gut gespielt. Wir waren sehr passiv. Sie waren körperbetonter als wir. Haben uns teilweise eingeschnürt in unserer Zone. Ja, ich glaube, am Schluss haben wir einfach irgendwie einen Weg gefunden, zum gewinnen. Und im Moment sind die Siege wichtig für uns. Kann man sagen, momentan eben jetzt noch so viele Spiele, wo immer eigentlich gepunktet hat, jetzt 5 oder 4 Siege ins Reihe, glaube ich, jetzt zuletzt, oder 5 Siege aus den letzten 6 Spielen, dass jetzt einfach ihr auch das Team höchste Seite mit einem grösseren Selbstvertrauen und darum das Spiel auch können auf solche Seite ziehen? Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir hatten ein Tief Anfang der Saison, da hat man das Spiel sicher nicht gewonnen. Dort haben wir so enge Sachen immer verloren. Und im Moment ja, haben wir Selbstvertrauen, wir haben auch ein bisschen Glück auf unserer Seite und ja, ist gut, wir können das ausnutzen. Der Anfang von dieser Serie, die ihr jetzt seid, ist eigentlich die brutale Niederlage gegen Alte. Jetzt geht es das nächste gegen Alte im Derby. Wie muss man jetzt hineingehen, damit eben das nicht wieder nach hinten runtergeht und weiter so steigt, wie ihr jetzt am Steigen seid? Ja, eben, wir müssen das Spiel analysieren. Ich glaube, wir waren teilweise sehr passiv gewesen. Und Alte ist eine Kontermannschaft, das ist sehr schnell. Sie gehen ganz schnell führen. Und wenn wir einfach aggressiver sind, müssen wir näher bei den Männern sein, als wir es heute sind. Und ja, wir müssen von Anfang an parat sein. Merci vielmals. Merci.